ist das geil. Guck mal, jetzt schon Gänsehaut. Ja, zum ersten Mal Aufzeichnung der Show im Ruhrgebiet, zum ersten Mal hier in der Dortmunder Westfalenhalle. Ich habe mir gedacht, solange sie noch steht, sind wir dabei. Schönen guten Abend, Leute. Ja, Heimspiel sozusagen, herrlich. Ja, das Programm richtig fremdgehen hier bei RTL. Ja. Und wir sind alle dabei. Wir können uns in 20 Jahren die Aufnahmen noch ansehen und werden sagen, das hat der Atze alles von mir. Hä? Ja, gut, dass wir heute zusammen sind. Richtig fremdgehen heißt das Programm. Und ich frage mal direkt am Anfang, wieso kauft ihr Karten für so ein Programm? Ich habe noch nie so viele Karten in so kurzer Zeit verkauft. Und... Im Ruhrgebiet ging es natürlich ganz schnell. Ist klar, ne? Aber wenn es nur Fremdgehen geheißen hätte, da hättet ihr wahrscheinlich alle gesagt, ja, Atze, kennen wir, lass mal. Aber richtig Fremdgehen, KTR. Aber ganz schnell. Und ich frage mal pro forma, ich kenne die Antwort ja schon, ich muss jetzt richtig formulieren. Ich gehe davon aus, ihr seid alle treu, oder? Ich bin begeistert, weil... Ja, das gilt auch für zu Hause vorm Fernseher. Ja, man kann über dieses Programm nur lachen, wenn man absolut treu ist. Wer heute nicht lacht, ist eine Sau. Ist klar, ja. Ich habe versucht, das Programm sehr, sehr, sehr moralisch zu gestalten. Hat aber nicht geklappt. Weil, ist klar, ne, richtig fremdgehen ist untenrum, was soll's. Ne? Da geht's um echte Gefühle und ihr kriegt heute Abend 2 Stunden echte Gefühle. Das ist ja klar. Aber es ist natürlich untenrum, ne? Klar. Ne? Viele Frauen sind schon nach der Veranstaltung zu mir gekommen in den letzten Wochen und haben gesagt, Atze, ganz schön versaut. Weiter so. Da halte ich mich natürlich dran. Und dieses Programm ist auch sehr frauenfreundlich, sehr frauenaffin, und das ist kein Witz. Ich lege den Frauen quasi heute den roten Teppich aus, mental. Ich lege euch verbal... Ja, wartet ab. Ich lege euch verbal die Gürkchen ins Gesicht. Und da seht ihr schon den Unterschied zwischen guter und schlechter Comedy. Ich hätte auch sagen können, ich lege euch heute die Gurke ins Gesicht. Aber das ist auf der Aftershow-Party, das ist klar. Nein, aber die Frauen werden es heute sehr, 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 sehr gut haben. Ich gebe viele Tipps, wie man Frauen verwöhnt als Mann. Ich habe natürlich auch für die Frauen außer mir einige andere Prominente eingebaut, wo man so ein bisschen Blutdruck kriegt. Und wenn ihr so Namen hört wie George Clooney, könnt ihr ruhig schreien. Ne? Ich sage Ihnen nochmal, Mädels, George Clooney! Leider verheiratet, aber wie sagt man im Ruhrgebiet, ein bisschen was geht immer. Ne? Ist klar, ja. Für die Männer habe ich auch was eingebaut oder baue ich jetzt noch ein. Wir Männer kreischen ja nicht so bei solchen Gelegenheiten. Wir sind ja mehr Genießer. Wir machen dann so, so nach dem Motto, das würde ich umsonst machen. Wen nehmen wir da mal? Katzenberger? Ja, die ist ja selbst mir zu blöd. Männer, merkt euch eins, wenn die Moppen größer sind als der Kopf, da stimmt irgendwas nicht. Und die sind deutlich größer! Ja, hier! Es gibt auch Stellen im Programm, die selbst ich noch nicht verstanden habe, aber lacht mal lieber. Ich habe eben schon gesagt, wer heute nicht lacht, ist eine Sau. Männer, lacht lieber. Gerade wenn ihr mit Perle da seid. Ihr wisst, Frauen können auch dahin gucken, wenn das Gesicht sich nach dahin dreht. Die kriegen alles mit, auch wenn du mit den Augen rollst. Tu einfach so, als wärst du begeistert. Ne? Wenn du denkst, war das auch witzig? Ja, total. Du kannst dich auf jeden Fall kaputt lachen. Es geht so, selbst wenn es auch mal zu hart ist heute, sind auch Stellen drin, wo es richtig zur Sache geht. Da könnt ihr auch empört sein, so nach dem Motto. Oh. Zum Beispiel im letzten Programm hatte ich so eine Stelle, da habe ich gesagt, der Sohn meiner Cousine ist so kriminell, den hätte sie am besten direkt in der Forensik entbunden. Das war jetzt echte Empörung. Ne? Das ist klar. Ja, als wir dieses Programm geschrieben haben, da haben wir erstmal aufgeschrieben, die Vorteile vom Fremdgehen. Seitenweise geschrieben, noch mehr Fremdgehen. Ne, noch mehr. Ich sage, Jungs, wir müssen noch mal die Vorteile vom Treusein aufschreiben. Nee. Man muss nicht so oft duschen. Ja. Oh. Man... So, richtig fremdgehen. Was ist das Wichtigste beim Fremdgehen? Nicht erwischen lassen.
nicht erwischen lassen. Das ist natürlich im Ruhrgebiet gar keine Frage. Das kam wie aus der Pistole geschossen, Leute. Das könnt ihr euch mal angucken. Komm ins Ruhrgebiet, hier gibt es noch echte Gefühle. Nicht nur in Scharnhorst. Aber das behandeln wir gleich nochmal extra. Ja, aber es stimmt natürlich. Nicht erwischen lassen ist das Allerwichtigste. Und selbst wenn du erwischt wirst, mach auf blöd. Selbst wenn du von deiner eigenen Frau an den Haaren von deiner Filiale runtergezogen wirst, mach auf blöd. Schatz, gut, dass du kommst. Hier hätte Gott weiß, was passieren können, das ist dir klar. Wer ist das? Ich wurde als Geisel genommen. Hilfe, Hilfe. Hast du das arrangiert? Die Schuld noch abschieben. Das ist Blödheit zahlt sich manchmal aus. Ja, und das Allerwichtigste beim Fremdgehen, quasi Paragraph 1a, es muss sich lohnen. In ganz vieler Hinsicht. Wenn du am nächsten Morgen schon sagst, scheiße, hätte ich auch weglassen können, dann hättest du halt besser wirklich weggelassen. Wir alle kennen die Situation, vielleicht aus der Jugend. Du stehst irgendwo in einem völlig fremden Badezimmer und willst da gar nicht mehr sein. Scheiße, was mache ich hier? Da wird man religiös. Man fängt an zu beten. Lieber Gott, wenn du mich dieses eine Mal noch davonkommen lässt, dann mache ich das. Sie erkennt das nämlich alles. Und es muss sich lohnen. Du musst doch als 80-jährige Oma vor deinen Enkeln stehen und die sagt, Oma, warum grinst du eigentlich immer so? Und du weißt es genau. Dann denkst du an diesen Abend hier heute zurück, in Dortmund, vor 40 Jahren, wo du von Atze Schröder mal so richtig durchgebügelt wurdest. Seit 5 Jahren hast du wieder Gefühl in den Beinen. Die Knappschaft zahlt schon seit 20 Jahren. Dann hat es sich gelohnt, natürlich. Vor allem, man ruft sich auch untereinander an. Gerade ja, wir Männer, kennst du doch, am nächsten Morgen. Kumpel ruft an, Alter. Hast du mitgekriegt, mit was für einer Eule du da abgezogen bist? Hör mal, auf den Schrubber kriegst du im Dschungel aber 3 Sterne. Das schwöre ich dir nicht. Wahnsinn. Dass du besoffen warst, haben wir alle gesehen. Aber wo war der Moment, als du erblindet bist? Dann hat es sich nicht gelohnt. Da kannst du morgens besser dein Ohr auf die heiße Herdplatte halten. Da kannst du deine Blödheit wenigstens riechen. Ja, ich sehe, wie die Frau mit dem Kopf schüttelt. Frauen können das auch. Ich habe mir in Vorbereitung für dieses Programm, habe ich mir von vielen Frauen erklären lassen, es funktioniert, sich Männer schön zu saufen. Nur einen Abend. Nicht eine ganze Ehe. So dick ist keine Leber. Obwohl es ja einige versuchen. Dann hält es ja meist auch. Nein, aber so Frauen werden ja so nach 3-4 Prosecco tolerant. So auf der Party so. So scheiße sieht er jetzt auch nicht aus. Ne? Gib mal noch einen, gleich haben wir's. Ne? Aber die rufen sich auch untereinander an. Ne? Am nächsten Morgen, Helga, werd wach. Werde wach. Hör mal, mach das Licht an. Ne? Du liegst mit dem Teufel im Bett. Hast du das mitgekriegt, mit wem du gestern abgezogen bist? Mit dem Glöckner von Notre Dame. Schlag mal die Decke zurück, guck mal nach, ob der Buckel echt ist. Hier in Unna fehlt eine Schubkarre auf dem Hof. Vielleicht hätte ich. Und ich sag's euch, dann hat es sich nicht gelohnt. Und Udo Jürgens, der heute von oben zuschaut. Udo Jürgens hat mal gesagt, für nicht attraktive Menschen ist es leicht, treu zu sein. Das muss jetzt mal jeder selber entscheiden. Auch zu Hause vorm Fernseher. Nicht zur Seite gucken.
Nein, ich will doch gar keine Namen nennen. Aber es gibt Menschen, die sagen, ich bin treu wie Gold. Und du siehst sie und denkst dir, mit Sicherheit. Das wird schwer, in die Nähe von GV zu kommen. Das ist klar. Nein, ich will keine Namen nennen. Angela Merkel zum Beispiel. Man kann ihr ja vielleicht das ein oder andere vorwerfen, aber nicht, dass sie sich nach oben geschlafen hat. Angela Merkel ist clever, unsere Bundeskanzlerin, ich bitte euch. Die ist clever, jeden Morgen frischen Bläser. Und diese frischen Farben, das steht ihr. Und es sieht ja auch immer gut aus, wenn sie da morgen steht vor der Presse. Das ist ein geheimes Zeichen. Ja, Angela Merkel ist ja unsere Bundesmilf. Siehste Männer, die hätten wir eben nehmen sollen. Stiflers Mom. Milf. Der Ausdruck Milf kommt ja aus American Pie, aus dem Film American Pie, erster Teil, der Apfelkuchenteil. Apfelkuchen, Apfelkuchen. Und Milf, das war eben Stiflers Mom, eine Mutter mit Kindern, die sehr attraktiv ist. Es ist ein Kompliment. Milf ist Kompliment. Das heißt, Mom, I'd like to fuck. Also Mutter, mit der ich gerne kuscheln möchte. Kuscheln. Ja, und das ist was Positives. Ich bin ja auch eine Milf, also eine männliche Milf. Dilf, sozusagen. Ja, und das ist, für mich ist das ein Kompliment. Milf, das ist toll. So eine reife Frau, toll. Ich hab's euch immer und immer wieder gesagt. Eine gute Frau ist wie guter Grünkohl. Da muss der Frost zweimal drüber gewesen sein. Ja, so eine Milf. Die weiß, wo alles sitzt. Die stellt dich im Auto auf dem Beifahrersitz mit drei Handgriffen auf Kiemenatmung um. Die macht dir hinterher noch Schnittchen. Fährt dich nach Hause. Schreibt dir eine Entschuldigung für deine Frau. Das ist geil, ey. Ja. Und so ist Angela Merkel auch. Die ist clever, natürlich. Bei wichtigen Länderspielen sitzt sie ja immer auf der Tribüne. Ja, die hat keine Ahnung vom Fußball, aber die freut sich. Die sitzt da, freut sich einfach. Die sucht sich schon welche aus von da oben. Die zwei, die sechs, die hängende Spitze. Ja, natürlich. Und die, dann wartet sie ja hinterher immer, bis die Jungs in der Kabine sind. Da wartet sie so 10 Minuten, dann weiß sie, jetzt kommen die aus der Dusche. Ja, kommt die schon mit dem Handtuch in der Hand, kommt die rein. Mesut. Mesut. Die Mutti ist da. Die rubbelt dir jetzt den Bosporus trocken. Angela! Natürlich. Sammy, dein Kedira ist gleich auch noch dran. Das ist klar. Nein, aber die ist clever und so sind Politikerinnen. Na, natürlich. Hier unsere Familienministerin. Wahnsinn, kennt kein Mensch. Aber ich sag's mal, Manuela Schwesig. Boah. Mit der war ich letztens in so einer Abendshow. Wahnsinn. Die sieht gut aus. Unsere Familienministerin, Manuela Schwesig, aber so eine richtige Sitzheizung. Also, da würde ich sagen, umsonst. Wirklich, ja, toll. Aber das ist das Familienministerium. Das war immer stark besetzt. Die Schröder sah gut aus. Wen hat man noch? Rita Süssmuth. Special Interest. Die kannst du immer noch zur Bewachung von Saatgut einsetzen. Und das ist geil. Das ist einfach geil. Und natürlich... Seit Jahren schon auf dieser Bühne meine Lieblingspolitikerin Ursula von der Leyen. Bah. Wahnsinn, Wahnsinn. Das Gesicht einer Königin, die Hinterbacken einer niedersächsischen Zuchtstute, das ist geil. Und sie war ja mal Familienministerin, lange Familienministerin und ist jetzt Verteidigungsministerin. Und seitdem fühle ich mich wieder sicher in diesem Land. Natürlich, die hat ja diese preußische Strenge. Wenn die daherläuft mit ihrer ganzen Autorität. Der Taliban hat wieder Angst vor uns, das schwöre ich euch. Ja. Und wie die aussieht, allein diese Frisur, was heißt Frisur? Dieses wogende Weizenfeld. Ja. Da wackelt kein Haar. Jeden Morgen erstmal 5 Dosen Tafta rein. In die Bundeswehrmaschine, ab nach Afghanistan. Dann heißt es Kabul, 10 Uhr. Der Helm sitzt. Verteidigungsministerin, die hat 170.000 Mann unter sich. Das schafft nicht mal Sylvie van der Vaart.
obwohl sie es versucht. Aber und unsere Ministerin, hochattraktiv, Bilder von Ursula von der Leyen hängen mittlerweile im Bundeswehrspind, wo früher noch Playboy-Fotos hingen. Da hängen jetzt Bilder von der Ministerin. Teilweise hängt sie da persönlich. Das ist das. Wie die das alles schafft und dann noch so gut auszusehen. Zu Hause hat sie eine Privatarmee, 7 eigene Kinder. Die Wurflegende aus Hannover. Herrlich. Ja. Die ist so fruchtbar, ihr Mann muss sich kurz am Sack kratzen, da schiebt sie die nächsten Schockeier in den warmen Sand. Das ist geil, der Ulla! Ja, Wahnsinn, die Hebammen sind teilweise mit dem Fang gar nicht nachgekommen. Wie so eine Wasserrutsche, da knallt der eine unten raus, da kommt oben schon der nächste um die Ecke. Die hat keine Eileiter, die hat eine Fertigungsstraße. Eine Gebärmutter aus Carbon, das ist Wahnsinn, von Burg. Das ist so toll, die sieht so toll aus. Ursula von der Leyen, auf ewig meine Lieblingspolitikerin. Und selbst wenn man nicht so gut aussieht, man kann ja nachhelfen. Ich sag nur, RTL 2, extrem schön. Das ist für Spezialisten, oder? Wie erklärst du die Sendung? Extrem schön, das ist eine Sendung, wo Frauen auf Senderkosten verschönert werden. Und das sind alles Frauen. Selbst wenn du jahrelang gegen Schönheits-OPs warst, wenn du die siehst, da sagst du auch, so kann es nicht bleiben. Da müssen wir was machen. Ne? Ja, du guckst du mal schon wieder. Ich meine, dass ein Zahn mal schief steht, da wird doch von uns keiner was sagen. Aber bei denen kommt der quasi aus dem anderen Körper. Das ist der Wahnsinn. Ja, und der Anfang der Sendung ist immer so schön. Weißt du, da kommt einer vom Sender, ne, die Frauen haben ja ein Jahr vorher schon hingeschrieben. So, und da kommt einer vom Sender, verkleidet als Postbote oder als einer von den Stadtwerken oder Nachbar kommt. Ne, und dann Ding-Dong, ja bitte. Sie sind dabei. Wo denn? Bei extrem schön. Das ist ja wichtig, dass man an zu heulen fängt, sonst geht das gar nicht. Ne? Aber das Schöne ist, das könnt ihr morgen früh einfach mal bei eurer Nachbarin ausprobieren. Einfach mal rübergehen, ne? Ding Dong, was ist? Moni, du bist dabei. Wo? Bei extrem schön, die ganze Nachbarschaft freut sich. Aber was meint ihr, was das eine schöne Grillsaison wird dieses Jahr? Und wenn du noch einen drauflegen willst, dann sagst du, er hat dich angemeldet. Zeigst einfach zum Nachbarn gegenüber. Ne? Aber da habt ihr aber Spaß in den Backen, das schwöre ich euch. Ja, bei RTL 2 geht das immer so, die Frauen werden verschickt, ne, in so eine Klinik für 6 Wochen. Da wird gemacht, da wird getan, die haben alle Spezialisten. Da wird gesägt, da wird hochgebunden, abgedrückt, beigespachtelt, weggeworfen, rangeschafft. Ne? Neues Esszimmer, die moppen neu. Und zum Schluss, muss man ja wirklich sagen, zum Schluss sehen die auch wirklich besser aus. Ist an ihnen eine ganz positive Sendung. Zum Schluss freut man sich, Mutti sieht wieder gut aus. Dann kommen die durch so einen Vorhang, neues Abendkleid, die Frisur top, top geschminkt, alles super, alles vom Allerfeinsten. Das Gesicht ist noch verpixelt, wir sollen ja bis nach der letzten Werbung dranbleiben. Aber selbst an der Stelle denkst du, viel besser. Das ist einfach schöner, mit Zähnen, das ist schöner. Ja, kannst du mir sagen, was du willst. So, dann kommt die Werbung und dann kommt das Finale nochmal. Mutti kommt durch so einen Nebel, dieses Abendkleid ab. Whitney Houston, give me one moment in time. Ein perfekter Moment, Mutti heult vor Glück, es ist super. Die Familie steht da, alles ist perfekt. Es gibt nur ein Problem. Fatih steht da auch und der war nicht weg. Er steht da, voll assi wie immer, seit 6 Wochen denselben Pullover an, hat ihm ja keiner was rausgelegt. Geht noch. Und dann ist mal so Close-up auf sein Gesicht und du siehst, wie er geil wird. Er erkennt seine eigene Frau natürlich gar nicht wieder und er denkt sich nur, gut, dass meine Olle nicht da ist.
Die alte mach ich lang. Die alte mach ich lang. Die alte mach ich lang. Was mach ich die alte? Ihr kennt die Sendung. Die älteste Tochter sagt immer, Mutti, du bist die Schönste. Der Kurz ist am Heulen, weil er seine eigene Mutter nicht mehr erkennt. Das ist einfach geil. Das ist einfach geil. Und man müsste einfach mal verfolgen mit der Kamera, ob die Frauen dann fremdgehen. Weil Mutti spielt ja plötzlich in einer ganz anderen Liga als Fatih.